Jo, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Leute, wir machen heute wieder ein Prank. Und Leute, das wird kein normaler Prank. Nein, Leute, das wird wirklich ein Prank mit Emotionen. Ich sag's euch, Leute, schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, weil dieser Prank wird auf jeden Fall nicht normal. Und ich sag euch jetzt mal ganz kurz, was ich vorhabe. Und zwar habe ich mir was richtig Geiles mit den Jungs einfallen lassen. Und zwar hat Ali jetzt zu dieser Zeit seinen Kanal öffentlich gestellt. Also Ali hat jetzt seinen eigenen Kanal auf YouTube. Ich werde zu Ali sagen, dass ich von seinem Umsatz 30% haben möchte. Das heißt, wenn Ali verdient, muss er halt 30% an mich abdrücken. So. Und das werde ich ihm gleich versuchen zu verklickern. Ich werde ihn gleich mal anrufen und gucken, wo der ist. Und ja, Leute, das ist so mies und so assi, Alter. Und ich denke mal, dass es richtig krass wird. Ich werde auf jeden Fall noch einen Vertrag fertig machen. Und oh mein Gott, das ist so asozial, Alter. Aber egal, Leute. Gucke ich das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt an. Go. So, Leute, ich werde jetzt mal den Ali anrufen und dann jetzt sagen, dass er mal kurz vorbeischauen soll. Ich hoffe so sehr, dass es klappt, weil Ali zu pranken ist wirklich sowas von schwer, Leute. Wirklich, Ali zu pranken ist richtig schwer. Hallo. Hallo. Was geht, Brudi? Nix, Bruder, weil er jetzt Shisha batsche. Okay, wie sieht's aus mit dem Kanal? Machst du den morgen? Ja, ja, safe. Ja, Dings, ich muss mit dir nochmal drüber sprechen, Bruder. Mit mir oder mit jemandem? Mit dir. Okay. Kannst du vorbeikommen? Wollen wir einfach irgendeine Challenge drehen jetzt gleich? Das Ding ist aber, ich muss gleich weg. Ja, Bruder, diese halbe Stunde, Bruder, es geht doch um deinen Kanal, Digga. Kannst sowieso. Ja, ich komm gleich rüber, dann machen wir das. Aber komm alleine, ne? Ja, ja. Okay, später, Bruder, ciao. Okay, Leute. Ey, ich weiß nicht, aber es ist wirklich richtig schwer, Ali zu pranken. Ich habe schon so oft versucht und Ali ist so ein Typ, der checkt das einfach. Aber diesmal wird's klappen, Leute. Diesmal wird's klappen. Ich mache jetzt erstmal etwas fertig. Und zwar werde ich Ihnen auch einen Vertrag vorzeigen. So von wegen, er müsste das unterschreiben wegen den Prozentanzahlen, Leute. Ich will sowas wirklich niemals machen. Nie in meinem ganzen Leben, Alter. Ich möchte niemals von meinen Jungs Geld haben, so. Deswegen wird er auch wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein. Aber... okay, ich bin wirklich total gespannt, weil wirklich Ali zu pranken ist echt schwer, weil er einfach Pranker ist, so, wisst ihr? Und einen Pranker kannst du nicht so leicht pranken. Auf jeden Fall, mach ich jetzt erstmal was ready, Leute, und guckt euch jetzt an, was ich für ihn ready mache. So, Leute, ich habe jetzt mich umgezogen, weil hier muss ich gleich das Mikrofon reinmachen, also hier, ne, damit er das nicht sieht. Ich habe hier so ein Mikrofon, sowas hier, das muss ich dann hier gleich reinstecken. Ich habe den Vertrag soweit fertig gemacht. Ich habe leider keine Zeit, weil Ali gleich schon kommt. Deswegen habe ich jetzt hier stehen. Also es ist ein kleiner Vertrag, bla bla, Ali, bla bla bla. Wir vereinbaren hiermit, dass Ali ab dem Verdienst von 1.000 Euro für 2 Jahre 30% an Serkan beteiligt. Alter, das wird ja so geil. Boah, aber ohne Scheiß, Leute, ich fühle mich gerade so schlecht, Mann. Ohne Scheiß. Das ist sowas, macht man nicht unter Brüdern, aber was soll ich sagen, Mann? Ali meint, man kann ihn nicht pranken. Das werden wir jetzt sehen. Ich denke mal, dass er gleich kommen wird und dann kann der ganze Spaß auch schon losgehen. Und ich werde auch nur diese Kamera hier oben hinlegen, weil er ist so ein Fuchs, er checkt das wirklich. Er guckt immer nach Kameras und so. Er ist einfach so. Er ist so ein Prank-Spion. Ja, auf jeden Fall Mikrofon rein und abwarten. Go. Ich muss direkt Prämie sagen, Alter. Wohin willst du heute? Essen. Hä? Ich mach Essen. Boah, ich komm mit. Komm. Ich hab mich schreien. Ich hab gestern irgendwas falsch gesagt, aber sorry nochmal, ne? Ihr habt voll übertrieben gestern, Alter. So, warum willst du denn los? Jetzt gleich. Ja? Boah, wir drehen schon ein bisschen. Wir müssen auch bestraffen, gell, ne? Ja, warte, ich will erstmal mit dir über eine andere Sache reden, Bruder. Was denn? Deswegen wollte ich auch, dass du reinkommst. Was denn? Du machst deinen Kanal, Bruder. Ja. Du kommst ins Geschäft. Dann schau, wenn es klappt. Wenn du jetzt ins Geschäft kommst, Bruder. Ja. Du musst ja wissen, wer hat dich denn überhaupt so darauf weit gebracht, weißt du? Na klar. Komm zum Punkt. Na, Bruder, wir sind Brüder, weißt du, ich meine? Deswegen. Ich bin gerade gespannt, was kommt. Hau raus. Ja, ich weiß nicht. Also, ich wollte erstmal mit dir drüber sprechen. Ich habe ein paar drüber gesprochen. Ich habe mit Erkan drüber gesprochen. Ja, sag. Beteiligung meines KK. Krass, Mann. Ich meine, das ist tot ernst, Bruder, ja. Ich finde das auch krass. Aber du musst ja wissen, guck mal, das ist ein Geschäft. Aber guck mal, ne? Ich habe nur eine Anfrage an dich, ne? Wie lange bin ich schon bei euch dabei? Ja, lange, Bruder. Okay, habe ich nicht viel für dich getan? Ja, ich weiß. Du musst dir vorstellen, Bruder, du musst dir vorstellen, du kommst hier neu ins Geschäft rein. Trotzdem, Bruder. Ja, also lass uns doch nicht einfach später drin, lass einfach drehen jetzt. Nein, nein, Bruder, dann lass uns jetzt klären. Was für eine Beteiligung willst du denn? Ich weiß nicht, du lässt jetzt zufrieden. Ich finde das war wirklich krass, aber egal, Bruder. Also findest du, ich habe nichts für euch getan, so? Ja, natürlich, Bruder, ja, na klar. Aber was erwartet, was erwartet? Guck mal, irgendwie bekommst du ja den Push durch uns. Na klar, es ist ein Geschäft. Jeder muss ja irgendwie seinen Hack machen. Sowieso, Bruder. Also, ich lebe da schon lange, ich wollte letztes schon mit dir drüber reden. Aber das ist immer jemand, immer jeder hier gewesen, weißt du? Ja, dann sag das auch vor allem. Was hat die wissen das ja. Was hat der Name dazu gesagt? Er meinte, ja, das ist richtig. Und Erkan? Auch. Erkan sagt, das ist vollkommen richtig. Krass. Warum? Ich finde das traurig, oder? Ja, traurig. Ich bin wirklich traurig. Ich hatte jetzt anders reagiert. Aber ich bin das richtig traurig. Warum? Weiß ich, Bruder. Ja, lass es mal drehen, komm.
Naja, so. Warum? Der Scheiß, Bruder, lass dich drehen, ich mach nichts mehr, du. Wie? Ich hab keinen Kanal. Hä? Nein, Bruder, ich schwör's dir. Bruder, du verdienst doch dein Geld. Bruder, es geht nicht darum, du. Weil dann geht's ja um das Prinzip, Bruder. Ich bin grad traurig, dass du mit sowas kommst, Bruder. Warum, Bruder? Ich mach nicht grad. Scheiß, Bruder, Walla, ich will keinen mehr machen, du. Wie? Ich will keinen Kanal mehr machen, Bruder. Gerade scheiß auf die ganze Sache, ich mach grad scheiß drauf. Bruder, guck mal. Nein, Bruder, ich bin das gerade traurig. Ich hab einen Vertrag auch ready gemacht, so. Walla, du bist krass, Digga. Hier, ALW, Bauer, König, 187, Message, ja. Bruder, scheiß drauf. Ich mach keinen Kanal mehr, du. So, Bruder. Weil ich das gerade richtig fand. Also ich fange 30% an. Okay, wo sind die Kameras? Oder ist das gerade ernst? Bruder, ich meine das gerade tot ernst. Sind nirgendwo Kameras? Ja, siehst du irgendwo Kameras? Oder ich bin gerade im Zittern, oder? Warum? Weil ich das gerade richtig traurig finde. Also falls irgendwo... Bruder, du siehst hier kein... Ich meine das tot ernst mit dir, Ali. Ich mache hier keinen Spaß mit dir gerade. Krass, Bruder. Wie kommst du jetzt auf Kameras, Bruder? Ich hab den Vertrag jetzt fertig gemacht. Krass, Bruder. Wieso krass? Warum krass, Bruder? Also erzähl mal, warum krass? Warum krass? Bruder, oder ne? Egal, Bruder, ich mach nichts mehr, du. Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf, du. Walla, mich, Walla, du siehst selber, mich verletzt hast, du. Egal, Bruder, Walla, nein. Ey, Bruder, nein, oh, Digga, ey, bringt gleich. Bruder, das war ein Spaß, Bruder. Das war ein Spaß, Bruder. Ey, Ali, das war ein Spaß, Bruder, niemals. Jetzt hab ich richtig verletzt, Walla. Bruder. Oh mein Gott, Bruder, weil Walla ist nicht als mein Bruder, weißt du schon? Ich weiß, Bruder. Bruder, das war ein Spaß, Bruder, als ob niemals, Digga. Ey, scheiße, Bruder, das wollte ich echt nicht, so. Ey, das war nur ein Spaß, Bruder. Wallace hat mich verletzt. Ich weiß doch, Bruder, ich wusste das, Digga. Alles war Spaß, Bruder. Boah, krass. Bruder, niemals, Digga. Ja, guck mal hier. Mikrofon, Digga. Oh mein Gott, Alter. Krass. Digga, ich schwör's dir. Sag mal ehrlich, ich hab dich jetzt richtig hart mal rangenommen. Wenn ich dich nicht dafür irgendwann bluten lasse, ich schwör's dir, Mann. Ali hat heute seinen Kanal öffentlich gestellt, Leute. Ihr wolltet es, er hat endlich seinen Kanal öffentlich gestellt. Geht alle drauf. Hier bekommt ihr auch nochmal sein Intro. Oder erster Link in der Beschreibung, Leute. Unbedingt abchecken. Er hat so krasse Videos hochgeladen. Leute, lasst auf jeden Fall alle ein Abo da, Leute. Und dann würden wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, es war vielleicht ein bisschen hart, so, aber sowas würde ich in meinem Leben nicht machen. Auf jeden Fall, Leute, alle rübergehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.